in diesem Video. Drehe ich am Rad, esse braunes Brot, stehe auf dem Berg, Stocher im Nebel, sind wir plötzlich viele und bewegt sich die Herde. Schönen guten Morgen zusammen. Hat's euch nicht weggeregnet? Junge, Junge, hat das geschifft heute Nacht. Wie doof. Und jetzt stelle ich hier erstmal die Heizung höher. Es ist verdammt frisch hier drin. Mit 12 Grad. Ja, unser eins aufgestanden, angezogen. Und jetzt? Jetzt müssen wir vor die Tür, denn wir haben eine Frühstückseinladung von den Nachbarn. Durch nur noch sehr leichten Nieselregen laufen wir mal zu den Avantis und ich habe auch noch was dabei. Erstens ganz da hinten eine kleine Lücke mit blauem Himmel und zweitens ein Paket. Oh, das Paket ist für mich, nicht für die Avanti. So, guten Morgen. Ein Paket. Ja, ein Paket. Hey. Guck mal. Dankeschön. Das ist für mich. Es ist immer das vor Gleiche. Vor Sonne und Hitze schützen, okay? Es ist immer das Gleiche. Du dich zu früh gefreut. Mag auch ein Paket. Ja, kannst auspacken. Nee, denke brauchen nicht dran. Vorbereitung läuft, die Logistik noch nicht so ganz. DHL-Wagen unter der Brücke sich festgefahren, hat der, wo da drunter steht. Haben Sie sich festgefahren? Nein, ich liefere eine Brücke aus. Einer reißt hier wieder seine Witze am Freitagmorgen. Könnte ausflippen. Kannte ich jetzt noch nicht, aber eigentlich wollte ich sagen, ich stehe hier immer noch dumm rum seit 10 Minuten und es findet sich kein Platz hier. Es wird Zeit. Dumm rumstehen kennt man ja von dir. Dass die Avantis ihr großes Auto kriegen, dass wir hier besser Party machen können, auch bei schlechtem Wetter. Ja, hier nehmen wir jetzt Platz. Total lieb geschrieben. Satt gesagt, nee, also was wäre ich für eine schuffelige Schwester, wenn ich jetzt den Vornamen von meinem Bruder verraten würde. Genau. Und meinte dann, aber das ist so ein lieber Kerl, ne? Der teilt mit jedem seinen letzten Mantel, reitet aber nicht auf dem Pferd. Nein, er fährt mit seinem Auto und er benutzt kein Schwert. Also sie hat ihn nicht genannt. Sie hat nicht gesagt, wie er heißt. Ich fahre in Zukunft wieder alleine und ohne Freunde. Das geht so nicht weiter. Ja, guck mal, heute gibt's gesundes Brot. Du kannst auch gleich noch ein Brötchen haben. Ich dachte, du kannst auch gleich nach Hause gehen. Ich klemme hier gut zwischen Sitz und Küche. Super. Kann man auch mal abends sitzen, da fällt man nicht um, denn man sitzt stabil. Aber jetzt habe ich hier noch was auf den Knien. Ich übergebe die Kamera mal an einen, der es kann. Und dann packe ich hier aus. Bin vorbereitet. Das gute Schweizer Taschenmesser. Und jetzt gucken wir da mal rein. Das Paket kommt von Claudia H. aus Schonstedt. Schonstedt würde ich Schonstedt sagen. Schonstedt. Ja. Und das Öl vergessen, ne? Sonst wird das nämlich Schönstedt heißen. Das wäre schöner. Das Schöne ist, wenn man in fremden Vans auspackt, dann kann man das Verpackungsmaterial dort lassen. Deswegen mache ich das jetzt hier. Oh, toller Brief. Hallo Kai und die Bärenbande. Ach, herrje. Da hat sich aber jemand Mühe gegeben. Normalerweise bringt man Mitbringsel aus dem Urlaub mit. Also, liebe Claudia, ganz herzlichen Dank für den schönen Brief. Ich weiß ja mittlerweile, dass du deine Radtour gut hinter dich gebracht hast. 1000 Kilometer hier bei den Bergen durch die Schweiz. Respekt, aber ganz fett. Das ist schon große Klasse. Habe ich aber auch mal geschafft. Ja, auf dem Fahrradträger. Die wäre wahrscheinlich nach 10 Kilometern tot zusammengeklappt. Und auf ihrer Fahrradtour hat sie dann wahrscheinlich auch noch Kekse gebacken. Ach Gott. Bären. Bärenkekse. Oh je, das ist für den Co-Pilot und Friedrich wahrscheinlich. Die Smileys sind dann haben wir noch, der guckt aber angry. Ist der hungry? Ganz böser. Da haben wir aber gut zu essen. Dass solche Kekse kann man immer gut neben der Fahrt reinwerfen, wenn es mal wieder länger dauert. Der Co-Pilot einem auf den Sack geht. Milchkakaocreme von Nudossi. Oh. Die kenne ich jetzt auch noch nicht. In der Form zumindest. Zwei Stück, einen für Friedrich, einen für Co-Pilot. Wo ist meiner? Das ist was anderes. Kokos. Ah, das ist was anderes? Ja. Dann gibt es wieder Streit. Ach Gott. Haselnüsse und Kokosraspe. Mmh, Kokosraspe. Also das ist wahrscheinlich für die anderen zwei und das hier, das ist für dich. Das ist dann wahrscheinlich für mich. Ist auch nur eine kleine Packung mit einem ist auch Kilo. Nur eine Partypackung.
Oh, je. Die kann man auch schön während der Fahrt essen, wenn die so nebenbei stehen. Ne? Das soll gehen, soll funktionieren. Ja, liebe Claudia, ganz, ganz herzlichen Dank. Freut mich riesig. Werde ich alles genießen und essen irgendwann. Jetzt kann ich auch wieder ins Fitnessstudio gehen und das abarbeiten zum Glück. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja mal. Entweder auf dem Fahrrad oder mit dem Camper oder sonst irgendwie. Ganz herzlichen Dank. Schnitt. Das heißt, von hier aus fahren wir dann jetzt gemütlich in den Regen, ne? Ja, denn wir haben die Mitteilung gekriegt aus Natas, im Wallis regnet's. Okay, okay. Hatten wir ja lange nicht mehr, dann suchen wir den mal. Jo, ist schön. Also hier ist nett. Mhm. Jetzt könnte man die Stühle rausstellen, ne? Die Sonne kommt. Ja. Können ein Ründchen wandern. Ja. Sonnencreme. Auf die Glatze. Extra Hammerschuhe eingepackt. Genau. Mhm. Tja, dann müssten wir hier mal aufräumen, ne? Ja. Machen wir. Tja, ruckzuck steht mal wieder vor der Tür und wird rausgeworfen. Und guck mal, da ist ein bisschen Sonne und Himmel. Das Wetter wird besser. Ich hoffe, das Schlimmste haben wir überstanden. Wobei Dirk weiter mitfährt. So, Party kann weitergehen. Die Sonne ist da. Die Markisen schon draußen. Alle wach. Bei Christian, hallo, schönen guten Morgen. Auch schon voll am Start. Ja, die Markise trocknen lassen. Ja, macht Sinn. Nach dem Dreckswetter, genau. Dietmar streift schon durchs Gelände. Hoffentlich fällt er nicht von der Brücke. Was macht er jetzt? Geht er wieder zurück? Er traut sich nicht zurück. Müssen wir ihn jetzt bergen? Oje, oje. Alles rennt und stromert hier über den Platz. Endlich mal kein Regen. Wow. So, Walter, glaubst du, du kannst über die Brücke gehen? Ich schaff das. Ja, aber schafft die Brücke das? Muss mal versuchen. Ja, mach mal. Komm, lauf! Walter, Walter! Oh Gott, oh je, nee. Nicht ein bisschen vorsichtiger, da wollen andere auch noch drüber. Und du musst noch zurückkommen, Bub. Na je, da kriegen wir eine Rechnung wahrscheinlich, weil alle Bolzen gesprengt sind und kaputt. Wie ihr seht, der Winter ist hier noch nicht weit weg. Hier unten noch Schneefelder und da oben leicht angezuckert sogar. Bei schönem Wetter am Wochenende ist es hier mittlerweile rumpelvoll. Bei schlechtem Wetter und unter der Woche ist es hier praktisch alleine. Jo, so steht das Camp hier. Vor einer blauen Himmelslücke, Gletscher und Bergen und einer Sackgasse. Und wir gehen mal kurz ein Stückchen laufen, ein bisschen Bewegung nach dem Frühstück. Mit dabei mein Kamerarucksack. Und wir erklimmen diesen Berg. Den Kamerarucksack habe ich neu. Da passt jetzt alles rein. Objektive, Drohne und so weiter und so fort. Ist ganz praktisch, wenn man unterwegs ist, zu Fuß oder mit dem E-Scooter. So, Freunde und Wanderer, wir wären oben auf dem Berg. Blick auf die Vans in die andere Richtung, auf den unteren Parkplatz, das Flussdelta und weitere Berge und Wolken. Und auch cool ist, Kollege Gletscher zeigt sich ein bisschen, zumindest die Reste, die übrig geblieben sind da oben. Der Aufstieg auf dieses kleine Hügeli lohnt sich immer wieder, denn man hat echt einen Rundumblick in alle Ecken. Und jetzt wechsle ich mal auf 600 mm. So viel mal von hier oben vom Berg. Hat nämlich wieder ziemlich zugezogen. Wollte gerade noch die Drohne in die Luft lassen, aber Co-Pilot hat die Akkus nicht geladen. Einmal mit ordentlichem Personal arbeiten wäre echt geil. Aber ich hoffe, ihr habt ein paar Eindrücke gekriegt und jetzt latsche ich mal schnell wieder zurück zu Zottel. Ich denke, wir fahren demnächst dann auch ab. Und während ich hier den Berg runter eile, machen sich die Ersten schon auf den Weg. Puh, ein bisschen außer Atem bin gerannt. Die wollen noch entsorgen irgendwo. War schön mit euch. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Tschüss. Ade, sie mögen uns nicht mehr. Oder sehen wir sie vielleicht doch noch? Wer weiß. Wichtiger Hinweis, 2095 Meter hoch und 50 Minuten rechts zum Steingletscher. Also in die Richtung.
kommt man nur zu Fuß hin. Dirk, mein Lieber. Was denn? Du siehst so aus, als hättest du mich wahnsinnig vermisst. Unheimlich. Gell? Wolltest du nicht mit die Bergtour machen? Nein, das ist ja kein Berg, das ist ein Hügelchen. Sagte Flachländer hier, ne? Ja. Mault wieder rum. Hallo Innertkirchen, der Regen lässt ein bisschen nach. Wir kreuzen die Bahnlinie und fahren jetzt weiter in Richtung Grimselpass in der Hoffnung, dass wir da was Schönes zu sehen kriegen. Angekommen bei herrlichem Wetter und fast Sonnenschein. Wenn wir auf 2,4 wären, wäre sicherlich Sonne und 20 Grad. So stecken wir hier halt voll in der Suppe. Ich zeige euch mal kurz noch hier den See. Der sieht so aus, also ziemlich im Nebel mit einem bisschen Schnee im Vordergrund. Wer bist du denn? Kommt einer aus dem Nebel gelatscht. Ist auch ein Weg hochgefunden und toll, oder? Super Aussicht, genial. Da ist noch ein letzter Eisberg. Da sieht man jetzt auch, das, was oben drüber ist, ist immer viel kleiner als das, was unten drunter. Die Spitze vom Eisberg. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, meint Sonja gerade. Aber ich sehe immerhin Sonja. Ein Sonnenstrahl an diesem Tag. Hier schöneres Wetter. Ja, Jens ist heute nicht dabei. Oh Gott, es ist kalt hier. Der Nebel zieht hier und windet hier durch. Seht ihr das? Ordentlicher Sturm. So, einhellige Entscheidung. Nächstes Mal fahren wir im Juli hin und nicht im Februar. Denn bei dem Wetter ist das einfach Bullshit. Alter Schwede, das ist echt übel. Objektiv schon wieder nass, ne? Wir fahren weiter. Mal Hallo sagen. Nach dem rechten gucken. Puh, nach den ersten Metern kann man schon mal sagen, ganz schön warm. Bei Manfred gibt es nicht nur Subarus zu kaufen, sondern wer ein Dachzelt braucht, wird hier auch fündig auf farbigen Autos. Aber wir schwenken mal weg von den Autos auf die wichtigen Menschen. Unseren Organisator von diesem Wochenende, Manfred, Charlie, grüß dich. Hallo, geht's? Schön dich zu sehen. Gut. Auch gleichfalls, danke. Hast du gesehen? Ja, Wahnsinn. Regenmeister. Ja. Wie ihr seht, gegen Manfred komme ich diesmal scheinbar nicht an. Wir haben verdammt gutes Wetter. So Mist. Ich hatte so auf Regen gehofft. Schön, dürfen wir hier sein in deinem Reich. Schön, dass ihr da seid. Also keine Angst, wir bleiben nicht hier, ne? Wir fahren noch weiter.
Aha, die Kaffeebar gleich mal wiedergefunden. Kennen wir noch von letztem Jahr. Und wen wir auch noch kennen, ist der kleine Subaru-Bär. Und er hat einen Kumpel. Er hat noch den STI-Bär über sich. Ja, verdammt, und Dirk hat der Weg auch gefunden. Irgendwann habe ich ihn erschlagen. Guckt euch das an. Geht schon los mit Radler hier. Kaffee haben wir jetzt genug gehabt. Ist schon wieder so weit, dass man Schatten sucht. Und der ist gar nicht so leicht zu finden. Jetzt fangen die hier alle an, Radler zu trinken. Ey, das war jetzt aber leicht feucht. Dietmar macht mich nass. Prost. Er versucht sich zu verstecken hinterm Busch, aber wird nix. Wir sehen ihn. Blende aufmachen, Dirk, ne? Ja. Was macht da wieder der Bub? Filmt dann Subaru. Ist ja immer gut, wenn man durch die Gegend Strom hat. Da findet man immer Dinge, die echt wichtig sind. Oh. Für sowas habe ich ein Näschen. Jetzt müssen wir nur Dirk ablenken, dass er nicht mitkriegt, was hier läuft. Und dann sind wir alle safe. Genau. Nicht so laut reden. Oh, halt, warte, der Teller geht weg von mir. Ja, irgendwie. Oh, die Stücke sind aber klein, ne? Ja, die müssen ja auch und so, ne? Immer schön an Dirk vorbeilaufen, jawoll. Falsche Richtung, nein. Dünnes Eis, ganz, ganz dünnes Eis. Kampf um den Kuchen, unglaublich. Dabei habe ich schon ein Stück. Lecker ist. Plötzlich Bewegung, es geht los. Einer schleppt hier immer noch seinen Kaffeebecher durch die Gegend. Ey, falsche Richtung, Bub. Hey, wir fahren ab. Hoffentlich kommen wir raus. Hinter uns steht der dicke Dirk, Avanti. So, hier wird schon der erste Stehkreis gebildet. Unglaublich. So, hallo zusammen. Hallo, hey Sonja, du auch hier? Aber irgendwie dünkt mir, da fehlen noch einige. Ja. Also, schon Luft nach oben. So, ich glaube, viele sind jetzt nochmal angekommen. Wir sind mehr geworden plötzlich. Und wir stehen im Schatten. Haha. Ja, unser Platz für heute Abend. Gewerbegebiet. Ich glaube, da stören wir auch niemanden, wenn wir später noch hier sitzen und irgendwas tun. Ganz geschickt. Und die Sicht könnte auch schlimmer sein. Ja, und dann wird natürlich gleich Schönes angeschaut hier. Ein netter Affinity. Und wir warten jetzt noch ein paar Minuten. A, auf den Rest und B, dass es 17 Uhr wird. Und hier stehen wir heute Abend und die Nacht über Garage Rottu Brick. Vielen Dank. Oh mein Gott, jetzt kommen die ganz schlimm. Jetzt ist vorbei mit Ruhe. Jetzt sind wir dann bald tatsächlich komplett. Mink lassen wir in der Mitte stehen. Nee, willst du doch nicht. Jetzt fährt sie doch weiter. Ah, Frauen, immer wieder schwierig. Hä? So, weit gereiste aus Sizilien sind auch da. Auch die Schwabenfraktion ist jetzt endlich vertreten. Reitlige. Gott, von hinten kommt noch jemand. Ah, genau. Nicole, Mink. Ich glaube, dann sind wir da. Großer Hund ist auch mit dabei. Und kleiner Uwe. Hi. Servus. Schön, grüß dich. Schön, beide hier. Ja. Super. Hi. Na? Manfred. Ja, alles gut? Jo, da hat schon einer Hunger. Ich glaube, wir räumen mal Co-Pilot und Friedrich weg. Da treffen sich zwei. Und ich krieg Tropfen ab. Kriegt sonst noch jemand Tropfen ab? Oh, da geht was. Vielleicht sollten wir Indy auch noch holen. Dritter Hund ins Spiel. Gefährlich. Jö, aber du bist ja ein Süßer, ne? Siehst ein bisschen aus wie Friedrich. Genau. Überall mal entlang schnuppern. Streicheleinheiten abholen. Den Liebling wählen. Ich bin's nicht geworden.
So, das Loszeichen kam endlich. Nachdem wir hier ewig dumm rumstanden, geht's jetzt endlich los. Über die gefährliche Straße, weit ist nicht, 300 Meter oder so. Und wir folgen ihm hier. Aber so richtig schnell bewegt sich die Masse nicht. Wir bräuchten ein paar Herdenhunde, die da die Menge zusammenscheuchen. Hunde hätten wir ja genug. Oh, Dirk ist auch dabei. Verdammt. Dachte, den können wir hier lassen. Ah, Sachen gibt's. So, wir sind angekommen. Längen, Wein und Spirituosen. Und wer steht direkt vorm Schild? Die liebe Sonja. Wir folgen Indy irgendwo hin. Ah, Indy, jetzt wo ich dich filme. Ernsthaft? Gottverdammt, gibt's doch nicht. Wer hat den erzogen? Keiner, das ist es ja. Nach ein paar hundert Metern Fußmarsch treffen wir wieder auf Dirk. Das ist unglaublich. So, und da sind wir. Hier gibt's den guten Stoff. Müssen wir vor die Tür, denn wir haben eine Frühstücksanleitung. Ist ein roter Punkt und er nimmt auf. Ist da jetzt wirklich ein roter Punkt? Ja. Ja. Was soll denn die Frage? Steht Herr Bossendorf, also wirklich. Ja, was soll die Frage? Warum? Mach den konzentriert. Ihr habt gerade nicht gehört, was geredet wurde, als die Kamera aus war. Das ist manchmal auch besser, ne?